Pfosten im Osten. Schmittis EM-Meinung. So, hallo liebe Zuschauer. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel gegen Portugal bei der Europameisterschaft 2012 gewonnen. Und jetzt stellt sich natürlich nur eine große Frage. Wer war unser bester Spieler? Und ich würde sagen, da fragt man doch am besten mal unseren Bundestrainer, den Jogi Löw. Es ist ein Philipp Lahm, muss ich schon sagen. Ja, da war natürlich der Nachname schon auch, sagen wir mal, Programm im Spiel gegen Portugal. Aber ich war natürlich schon auch sehr froh, dass der Philipp Lahm mit der Kapitänsbinde ausgestattet war. Weil so hat man ihn wenigstens unterscheiden können von den Kindern, die am Anfang mit aufs Feld laufen. Ja, also sagen wir mal, vom Jerome Boateng war ich schon auch, sagen wir mal, ein Stück weit enttäuscht, ja, dass er in der Hotelbar mit der Gina Lisa gefeiert hat. Ja. Also ich sag mal, so enttäuscht war ich das letzte Mal, als die ARD den Marienhof abgesetzt hat. Aber muss ja schon auch sagen, der Jerome Boateng trifft sich ja in Zukunft nicht mehr mit der Gina Lisa. Und deswegen, wenn der Jerome Boateng künftig Silikon sehen will, dann muss er halt in den Baumarkt fahren. Dann haben wir zum Schluss noch den Torschützen, den Mario Gomez. Und ich muss schon auch sagen, ja, ich bin endlich mal froh, dass wir mal wieder einen Stürmer haben in Deutschland, der halt schon auch einen guten Friseur hat. Ja, ich sag mal, früher war das ja was ganz anderes. Also wenn ich da, sagen wir mal, an den Rudi Völler denke, ja, also der war ja schon immer beim gleichen Friseur wie die Jakob-Sisters. Vielen Dank an den Bundestrainer und wir drücken der deutschen Fußballnationalmannschaft natürlich weiterhin die Daumen, jetzt am Mittwoch im Spiel gegen Holland. Pfosten im Osten. Schmittis EM-Meinung.